Willkommen zurück im Wunderland. Wir haben hier die dritte rote Farbe für die Rosen. Und können jetzt zurück in die Unterwasserwelt. Sehr schön gemacht. Jetzt sollen wir die Austern finden. Wir haben das Skript, wir haben die Musik. Jetzt müssen wir nur noch die Schauspieler holen. Und dort hinten ist mal gleich eine Krabbe. Zwei Krabben. Hallo, ich teleportiere mich weg übrigens, für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Manchmal ist die Steuerung schon etwas eigenwillig. Na, geh weg. So, jetzt kann ich hier schnell noch den versuchen mal auszuschalten, während der andere da hinten nicht an der Plattform vorbeikommt. Oh Gott, jetzt noch eine. Wir nutzen die Plattform wieder als Sicherheit. Sicherheit in Relation. Nein, nein, weg. Weg, Alice. Weg. Genau. Die sind schon heftig. Zum Glück haben wir diese Plattform in der Mitte, die uns ein bisschen wenigstens Sicherheit geboten hat. Ruhe auf den billigen Plätzen hier. Oh, die Kleine schlief. Du hast mich beim Träumen gestört. Ach so, es geht wohl zur Show. Faszinierend. Und ich würde sagen, da jetzt gerade gespeichert wird, mache ich hier für heute erstmal einen Cut. Hab für heute genug gespielt. Für euch geht es aber so gleich weiter. Und da sind wir auch wieder. Hier an diesem Bett, wo wir eben gerade die erste Auster aufgeweckt haben. Ein sehr, sehr schönes Bett. Und das kommt vermutlich dort oben aus diesem Schiffswrack, was hier vor langer, langer Zeit zerschellt ist und war, schätze ich einfach mal, das Captains Bett, was denn hier unten liegen geblieben ist. Und jetzt rennen wir hier ein wenig rum, um die weiteren Schauspielerinnen, Darstellerinnen zu finden. Und hier sollen 10 und eine Blüte sein. Ja, die 10 hatten wir ja gerade. Ach, und diese Blüten sollen sicherlich keine, oder deuten auf unsere Rosen hin, die wir gerade aufgesammelt haben, womit wir uns geheilt haben. Und nicht auf diese Lilien oder was das sind, wo wir uns drin heilen können. Und auch hier, oh. Oh, was ist das denn? Wieso schweben denn da die Fokuspflanzen hier im Nichts? So sieht's schön aus. Naja. Gut, gut. Ignorieren wir das mal ganz kurz. Ist ja nicht schlimm. Und jetzt müssen wir... Ach, wir müssen von dort hoch. So. Ja, das klappt ja schon mal super. Und jetzt... Na, geht doch.
Dort hinten wird es sicherlich zurückgehen. Oh, da ist der Weg hinter uns wieder versperrt. Hier durch die Dunkelheit. An den ganzen Quallen müssen wir jetzt vorbei. Während irgendwo ein Wal singt. Also nicht versinkt, sondern für uns singt mit G. Wow, das war ja knapp. So, und da ist das Schiff, was verschellt ist. Oder ein anderes? Wer weiß. Und hier wird sicherlich ein Kampf sein. Nö. Nö, kein Kampf. Kann man in das Schiff reingucken? Oh, das ist ja ziemlich kaputt. Also reingucken kann man. Apropos reingucken. Da ist ein Bild einer Auster. Also müssen wir dort lang. So. Oh Gott, ist die da hinten groß. Seht ihr die? Da unten? Nach... Oh, das wollte ich gar nicht. Nach da können wir... Und müssen dann sicherlich auf diese große drauf. Und da ist eine Schweineschnauze. Sicherlich auf dieser Seite irgendwo. Da oben. Okay. Wie kommen wir dort am besten rüber? Über die Kleine dort sicherlich. Und dort hinten müssen wir sicherlich hin. Genau. Aber dort? Ob es dort irgendwas gibt? Ob es was bringt, wenn wir dort drauf gehen? Wir gucken einfach mal. Ah, ja. Ich sehe, was es bringt. Die können wir sicherlich zerschlagen, um uns Zähnchen zu holen. So. Ich habe es auch schon in einer der Videobeschreibungen geschrieben. Ich finde es sehr, sehr angenehm, diesen Wechsel, dass man jetzt sehr wenig kämpft hier. Also diese ganze Welt unter Wasser ist ja sehr kampfarm, sag ich mal. Und hier geht es halt mehr um das Rätseln, um das Hin und Her schweben, springen, Wegfindung. Ist sehr angenehm mal. Also eine sehr schöne Abwechslung auf jeden Fall. Damit haben sie auf nicht gegeizt. Und ich habe keine Ahnung, welcher Weg hier der beste ist. Dort ist eine Blume und das ist vor uns. Dann gehen wir dort zuerst hin. Ah, schaut mal, da drüben geht es auch lang. Und dort geht es zu den... Ja, ich glaube, da geht es weiter, also müssen wir erstmal dort lang. Uah, nein, ich wollte... Ich drücke momentan ständig die rechte Maustaste. Und das wird bestimmt nicht da sein. Ja. Dunkel, dunkel. Wo sind wir denn hier gelandet? Ach ja, weil auch jemand gefragt hatte. Ich stelle mich mal hier an die Seite. Alice hat ja hinten dran immer einen Totenkopf und sowas. Und hier sieht man das. So, stelle ich mich am besten mal so. Da sieht man das. Jetzt ist das ein Fischkopf. So ein Schädel von einem Fisch mit großen Zähnen. Also ich schätze mal irgendwie ein Piranha oder Äquivalentes. Und ich sag mal, das sind irgendwelche Rippen von den Fischen oder Gräten. Also auch da ist immer direkt das angepasst. Seltsam schon. Auch ungewöhnlich. Sogar außergewöhnlich. Aber fast nichts ist einzigartig, Alice.
Eures war nicht das erste Backsteinhaus, das durch Feuer zerstört wurde. Ah ja. Und jetzt gucken wir mal, ob wir hier rüber geschwebt bekommen, gekommen. Rüber geschwebt kommen? Gekommen? Kommen. Ohne das G. So, ansonsten haben wir alles. Ich sehe und höre nichts. Und da kommt auf jeden Fall Kampf. Also ein bisschen Kampf ist hier ja auch. Aber deutlich weniger als im... dem Teil mit dem Hutmacher. Ah. Oh Gott, Kram. Also erstmal wieder um diese kleinen Viecher kümmern. Wollte er nicht ausweichen. Oh, hier ist noch einer. Aber die können ja nichts. Außer Zeit. Also teleportiert mich nicht mehr. Ah. Wollte nicht. Und du jetzt. Ja, komm, komm, schieß. Kannst nicht, kannst nicht. Und wumms, wumms, aus die Maus. Noch den Star! Den Star! Den Star! Ich bin mal gespannt, ob der Star ein Stern ist. Was denn im Englischen natürlich besser kommen würde. We need the Star, the Star. Also diese Zweideutigkeit wäre dann natürlich offensichtlicher. Vielleicht irre ich mich aber auch einfach und es ist auch eine Ausnahme. Hier ist jedenfalls nichts mehr, außer noch ein Schiff. Oder wieder das gleiche? Ich weiß es nicht. Ich habe dezent die Orientierung verloren. Welche habe ich? Gut, ich muss noch die andere Waffe nehmen. Man kann auch im Angriff wechseln, habe ich gelesen. Also, ihr seht, dass ich halt... Also, ich versuche das nochmal. Nee. Egal. Jedenfalls soll man auch im Angriff wechseln können, um damit besser zuhauen zu können. Dafür werde ich aber sicherlich nicht koordinativ genug sein. Oha. Oha. Was ist denn da? Ein Würfel und noch, also nichts mit Stern. Ein Seepferdchen. No, zwei Seepferdchen, drei Seepferdchen. No. Süß. Seepferdchen sind coole Fische. Und das wird doch ein Spiel werden. Das ist doch sicherlich sowas, wo wir diese Figuren oder diese Würfel so zusammensetzen müssen, dass sie ein Bild ergeben. Beziehungsweise das Bild passend zu dem Untergrund dort. Hilf mir, Alice! Dieses Showplakat, es ist ruiniert! Wenn ich's nicht wieder hinkriege, macht mich der Zimmermann zu Muschelkalk. Ja, das ist ja ein einfaches Rätsel. Gut, ich nehme alles zurück. Wir müssen noch das fünfte Feld dort oben haben. Ja. Sammle die vier Blöcke in der Umgebung ein, um das Puzzle zu starten. Schiebe die Puzzleteile so auf das Spielbrett, dass sich ein Bild ergibt. Das musst du allerdings in einer begrenzten
Zahl von Zügen schaffen. Achso, ja, Züge komme ich noch mit klar. Die Ordnung der Dinge ist mir oft ein Rätsel. Dir auch. Den Spruch kennen wir. Den Spruch kennen wir, Kätzchen. Und sowas kennen wir natürlich auch. Und ich glaube, diese Folge wird etwas länger. Ja, Alice, jetzt stell dich nicht so an. Ich habe nämlich vergessen, auf die Uhr zu schauen. Und, also ich habe ja eine Uhr hier, sehe ich ja so. Aber zu gucken, wie lang... Hilf mir, das Plakat wieder zusammenzusetzen. ...ich beim letzten Mal am Ende aufgenommen habe, bevor ich aufgehört habe aufzunehmen. Und zur Sicherheit würde ich sagen, dieses Rätsel werden wir in der nächsten Folge angehen. Die restlichen drei Blöcke sammeln. Einen haben wir noch gesehen. Die anderen beiden müssen wir dann noch finden. Und das ist die Aufgabe für die nächste Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss!